als vorher. Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in den Stall. Wir haben es jetzt genau 5 Uhr und ich bin einfach mal... Genau zu sagen. Okay, 4:58, ich habe meine Uhr vorgestellt, weil ich mal den Bus verpasst. Und ich muss meine Taschenlampe benutzen, sonst seht ihr mich überhaupt nicht. Wir fahren jetzt ins Stall. Ich habe nämlich um 8 Uhr Prüfung. Wir fahren nämlich heute aufs Turnier. Und zwar ist die Sprintprüfung A in Sterne. Und ich bin mal richtig gespannt, wie er noch heute so läuft. Er ist im Moment ja richtig gut drauf. Und ja, wir fahren jetzt ins Stall. Ihr kennt das. Follow me around. Wir nehmen euch heute wieder alle mit. Und ich melde mich gleich, wenn wir im Stall sind. So, wir sind jetzt auch wieder auf dem Weg nach Hause, ne? Carina ist nämlich so richtig oberschlau gewesen. Ja, und hat einfach mal die Hängertasche vergessen. Das Wichtigste von allen. Das ist immer so bei mir. Ich vergesse immer irgendwas. Ja, und jetzt sind wir gerade im Stall angekommen. Jetzt fahren wir nach Hause. Läuft. Stopp! Naja, auch ein Stück. Stopp, ja. Ja, passiert! Das ist dumm, ich wollte ihn nach links schieben. Müssen wir jetzt mal den Stall auf. Super, weil unser Stall ist eigentlich auf. Egal, wir machen hier jetzt erstmal vor. Ha! Das ist noch alles. Er hat eben noch geratscht. Deine ganzen Zäpfe sind noch heiß. Du bist der Einzige, der geschlafen hat. Ich der kennt immer noch. Man sieht so die Augen noch nicht so. Mein Bruder hat hier so einen schönen Eselskopf gemacht. Den lasse ich auch dran. Ich finde das immer zu gruselig, wenn man alleine im Stall ist. Hier ist der hier. Das hätte ich mir auch in die Hose gemacht. Und dann laufen wir ganz schnell weg, wenn was ist. Lass den anderen ja ruhig stehen. Toll. Bin noch schneller. Ich gebe mein Bestes. Ich will den oben runter mitmachen. Ich will den gar nicht aufmachen, aber ich lasse den auch drinnen, bis wir auf dem Turnier sind. Weil sonst kackt er sich dann den Schweiß raus. Voll schön geflocht, die Karola. Da sehen wir wieder Carina in ihrer Lieblingsbeschäftigung. Teil 2. Das ist so gemein beim Portier. Wenn der auch ein bisschen Angstschiss hat, dann sieht es so aus. Ich steige.
noch schlechter zu bewerten. Aua, hat mir wehgetan. Aua. Brauchst du noch einen Termin? Sarah, lassen wir hinten drin, oder? Ja? Sarah, lassen wir drin, oder? Ja. Bitte. Ach so. So, wir sind jetzt im Auto. Da hinten seht ihr den Hänger. Der Fox ist verladen. Wir hatten am Anfang ein paar Verladungsschwierigkeiten. Aber dann ist er ganz brav reingegangen. Mit Sarahs Hilfe. Mhm. Und ja, wir fahren jetzt los. Jetzt ist 20 nach 6. Also wir fahren ganz entspannt und machen hier Prüfung. Und ich wollte auch gegen 7 ungefähr da sein, so eine Stunde früher. Und ja, das ist übrigens das erste Mal, dass wir komplett alleine hinfahren. Ohne jemand, der die Zeit managt oder so. Deswegen wird es, glaube ich, ziemlich lustig heute. So, und natürlich wird hier schön Marte das neue Album gehört. Auf dem Weg zum Turnier. Oh, Vogel. Kleine Stadtrundfahrt. Hier links sehen Sie die Speicherstadt von Hamburg. Und da ganz hinten, ja, er muckt auf, da ganz hinten seht ihr die Elbphilharmonie. Und das war's auch schon wieder mit meiner Stadtführung. Wir sind jetzt auf dem Turnierplatz angekommen und holen jetzt die Starterliste und dann müssen wir ihn auch schon direkt fertig machen. Wie spät haben wir es jetzt? Viertel nach, 20 nach oder so. Und um 8 geht meine Prüfung los. Wir sind gerade dabei, den Parcours ein bisschen aufzubauen. Ich bin übrigens 32. oder 31. Starterin. So, wir haben den Zettel jetzt geholt. Ich bin 33. Starterin. Vor mir reitet übrigens einer aus meinem Verein, das finde ich total witzig, den habe ich schon getroffen. Mit der bin ich auch beim Mannschaftsspringen zusammen, also sogar auch mit meiner Mannschaft. Aber da, wir haben noch zwischendrin eine Schlepppause, wir haben jetzt noch genug Zeit. Und finish. An. So, wir haben uns jetzt noch ungefähr 10-11 Pferde angeguckt und machen Foxy jetzt fertig, weil den muss ich heute mal ein bisschen länger abreiten. Also echt, bis jetzt tolle Runden und eigentlich auch schön gebaut alles. Also ich finde das allgemein ein voll schönes Turnier.
Bin mal gespannt, wie er läuft. Ich mache ihn jetzt fertig und dann geht's abreiten und dann ab in die Prüfung. Sarah hat sich heute schick gemacht wieder. Das Ding ist, das Gelände geht ja nicht mehr, aber du siehst aus, ey. Aber auch hier. Guck mal, so sieht das hier aus, wenn man hier durchläuft. Sehr ekelhaft. Hallo. Willkommen beim Turnier. Guck mal, da hinten läuft sie. Willkommen beim Turnier, Friedrichshulde. Ja, es ist arschkalt. Ich habe nur so einen Pullover an und so eine Gaylord-Schuhe. Es ist richtig kalt. Und ja, die Decke nicht. Ja, so ein bisschen Pferdeallergie habe ich auch. Und der Akku ist fast leer. Warte, wo ist denn den Knopf hin? Thank you.
Das Ergebnis für First Choice Division und Kalina haben eine Siege im Kampf 3. Bleibt Tempo. Herzlichen Glückwunsch! Thank you! Ich wollte gerade sagen Happy Birthday, aber ist ja noch nicht so weit. Ich will weiter. Action! Ja, Carina hat ein Schleifchen geholt. Ja. Warte, sieht man nicht? Jetzt sieht man das? Ich bin total verunsichert, ich weiß gar nicht, wie der Platz ist. Hast du es rausgehört? Oh, kommt mit der Elfenlocke. Oh. Sexy. Er hat richtig rumgespastet. Er wollte, glaube ich, nicht nach Hause. Er wollte noch eine Prüfung starten oder so. Normalerweise ist es voll gar nicht sein Ding. Er ist eigentlich so, wenn es vom Turnier aus nach Hause geht, dann ist er sofort drauf. Freut man nicht. Ja, kleiner Turnierbericht. Wir haben eine Wertnote von 7,3 gehabt und wurden somit Sechster. Also das ist ein bisschen komisch zu erklären. Es gab zwei sechste Plätze und es wurde auch nochmal Platzierung sozusagen geteilt, also es gab zwei Platzierungen und einer Prüfung. Und ja, wir haben jetzt hier schicke grüne Schleifchen und fahren jetzt zurück in den Stall und dann geht's auch nach Hause. Ich bin mega zufrieden. Es sind so zwei, drei Fehler da gewesen, wo ich selber dran schuld bin und ja, daran werde ich auch noch arbeiten. Naja, war eine fehlerfreie Runde und eigentlich wollte ich auch einfach nur durchkommen, das war auch unser erstes richtiges Hallenturnier, deswegen bin ich noch glücklicher, dass wir auch noch platziert worden sind. Das sah heute Morgen noch ein bisschen anders aus hier. Es war ein bisschen dunkler. Und weniger. Und kälter.
wir immer gleich nach essen suchen. Ich habe ich hinten vergessen abzumachen. Sarah, du bist zu klein. Jetzt kriegen wir das nicht ernsthaft, ne? Ich die Dinger da einfach möchte. So. Ich wollte doch nur diese eine Gamasche noch abmachen. Erstmal pinkeln. Das kann er doch nicht machen, wenn ich neben ihm stehe, oder? Vielleicht deswegen. Ich wollte nur eine Gamasche noch abmachen. Eine. Komm, Bitchfight. Bitchfight, komm. Willst du essen? Los. Ich will zu essen. Fight. Willst du das zu essen? Kannst du nicht in den Müll schmeißen. Also bei dir auch. Hast du die Ferrero-Kästchen schon aufgefressen? Ja. Verfressene Stück. In welchen Ländern? So sieht das aus. Ja, habe ich eine Mitte. Setz sie mal auf. Ja, sehr schick. Wie viel Oma gehäkelt. Immer Reiter, die müssen immer alles auf einmal nehmen. Da fehlen noch deine Schuhe, da, da und da. Jetzt aber. Das macht nicht alles. Ja, das ist meine Cat. Dein Mützchen. Ah! Boah, ich hab Hunger. Penner. Gib dir gleich einen Gehhaken hier. Hey. Was? Hast du ein Kaugummi? Nein. Willst du jetzt ein Kaugummi? Nein. Oh, jetzt muss ich mich, der alte Mann muss sich wieder bücken. Weißt du? Weil das junge Mädel wieder alles fliegen lässt hier. Wir überprüfen jetzt erstmal, ob Karina ihren Schrank wirklich sauber hält. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Aber ich kenne ihre Geheimverstecke, wo sie immer ihren Müll lagert. Eieieiei. Aber wie feinsäuberlich sie die Capri-Sonne gestapelt hat. Also so in Reihe gestellt hat. Aber weil du so böse zu uns warst. Doch, weil ich von anderen Team. Ja, kick mich weg. Okay. Ja, ich bin noch hier. Nein. Es gibt dann noch eine zweite, dann machen wir ganz kurz. Es ist einfach mal so ein hässliches neues Design von Capri Sonne, ne? Warte. Das heißt auch jetzt nur Capri Sun. Aber ist das das sein? Diese YouTuber im Hintergrund so. Also das ist Produktverstellung, Capri Sun. Hier oben. Hauptsache. Da wird gleich Dauerwerbesendung stehen. Oder auch nicht. Hauptsache, ich zeige einfach die ganze Zeit trinken heute. Ja. Du hast das Wasser nicht gezeigt. Schmeckt das? Ja, das schmeckt nach Elfentrank. Ich habe das noch nie getrunken. Vielleicht werde ich dann zur Elfe. Ja, okay. Möchtest du eine Capri-Sonne? Ist das mit Elfen? Ja. Capri-Sun. Ja. Capri-Sun. Möchtest du eine Capri-Sun? Ja, machst du mir die auch auf? Ja. Ja. Das, dein Ernst jetzt? Willst du die jetzt trinken oder nicht? Ja. Ich mein Sarah. Danke. Wird von dir klar. Ach so, okay. Und da fallen noch Plastik, noch mehr Benzin. Und es macht nichts. Euro nach dem Roller. Du bist die Frage, wenn man nicht. Und da fallen noch Plastik. Euro nach dem Roller. Bitte noch ein Bild. Oh, ganz wichtig. Jetzt Sport hier. Erstmal Arme trainieren. Jetzt habe ich Bauchschmerzen. Ich glaube, ich spüre schon, wie ich zum Einhorn werde. Sarah macht das auch sehr gut. Mit Handy festhalten. Und mit dem anderen Fuß hält sie die Capri-Sonne an. Auf den Rückweg jedenfalls nicht. Fitnessprogramm. Komm, du schaffst 20. Und wieder runter.
Nachmittag. Er schreit schon wieder, Mann. Wenn ihr bis hierhin beim Video dabei seid, gebt mal einen Daumen nach oben. Karina wird sich locker über 3000 freuen. Oder? Oder sie macht den Blick. Frisst euch alle auf. Er macht so süße Mäusebisse, ne? Wer ist jetzt eine Banane, dann wäre sie schon weg. So, ich beende hiermit jetzt auch das Foamy Round und wir fahren jetzt nach Hause, beziehungsweise fahren wir jetzt noch zu Meckes und dann nach Hause und dann fange ich an, das Video, was ihr gerade gesehen habt, zu schneiden. Das ist so typisch Sarah ist nach dem Turnier, erstmal schön Meckes. Wir wissen noch nicht alles, da kommt noch, glaube ich, ein Burger zu, noch zwei Pommes und das Sarah. Sarah ist glücklich. Meins. Sag, ich möchte alles. Wir können uns gerne sponsern. Wir können mich gut sponsern. Nein, das war Eva. Ich liebe es. Ach ja, ich liebe es.